Oh, das wird spannend. Ich hoffe, wir werden nicht entdeckt. Ich weiß, letztes Mal war es ja so, als wir uns angemeldet haben im Motel, dass wir ja den Führerschein noch irgendwie nachlegen mussten. Das sollte ja noch nachgeholt werden. Ich hoffe, das passiert nicht. Also, dass wir da noch gut rauskommen aus der Nummer. Oh, sie steht alleine auf. Da stand ja, lass Alice schlafen. Tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Es war also kein Albtraum? Nein. Nein, es war kein Albtraum. Wie wär's mit einem schönen warmen Bad? Und dann gehen wir los und besorgen dir was zu essen. Was meinst du? Okay. Ich lasse dir ein Bad ein. Ja, das klingt doch schon mal gut. Alles klar, sie entfernt sich auch den Chip. Die schneidet sich die Haare, okay. Ja. Und hier braucht man 6 Finger bei dem Spiel. Das nenne ich jetzt auch wirklich mal menschlichen Zug. Die Haare einfach so zu verändern. Zugriff X, wähle da eine neue Haarfarbe aus. Und, oh, ich nehme mal schwarz. Passt so ein bisschen mehr zur Story, finde ich. Zugriff, wähle deine neue Haarfarbe aus. Haben wir. Fertig. Sie sehen ja wirklich aus wie Menschen, ey. Das ist ja faszinierend. Halt, passen. Stoppen. So bist du viel hübscher. Jetzt siehst du wirklich wie ein Mensch aus. Dein Bad ist fertig. Ich denke mal, da wird nach uns schon gefahndet, oder? Danke, Michael. Neben mir steht Corktown-Anwohner Todd Williams, der gestern gegen 23 Uhr von seinem AX-400 brutal angegriffen wurde. Todd, was genau ist hier passiert? Boah, ein Arschloch. Ich war am Essen, ich habe nichts Besonderes gemacht. Das Ding sprang mich an. Ich konnte mich wehren, aber es drehte durch. Ich dachte, es bringt mich um. Ich wehrte es ab und es rannte davon. Danke, Todd. Sehr verstörend für alle Androidenbesitzer. Nach dem Androiden wird fieberhaft gesucht. Hoffentlich wird er schnell gefunden. Von seiner Tochter hat er gar nichts gesagt. Das, ey, das stimmt ist auch krass. Nicht. Er lügt. Er hat versucht, uns weh zu tun. Was machen wir denn jetzt? Wir wissen nicht, wohin. Und die Polizei sucht uns jetzt. Der Android von gestern gab mir eine Adresse.
Und dort würde man uns helfen. Versuchen könnten wir es. Ich würde auch sagen, dahin. Vielleicht ist das ja ein Sammelpunkt irgendwie. Es liegt viel hinter uns, Alice. Aber die Zukunft liegt vor uns. Wir stehen das durch. Und bald ist all das nur eine böse Erinnerung. Mach dich jetzt fertig. Ich besorge was zu essen für dich und dann gehen wir los. Das klingt nach einem Plan. Frühstück für Alice. Oh, Polizei. Lieutenant Anderson, Detroit Police. Wir suchen einen weiblichen Androiden, der gestern den Laden da hinten ausgeraubt hat. Was gesehen? Ein Android? Nein, ich nehme keine Androiden. Haben Sie diese Person schon mal gesehen? Fuck. Ich wusste doch, dass mit ihr was nicht stimmt. Sie kam gestern Nacht. Sie sah völlig normal aus, wissen Sie? Es war nicht zu erkennen. Ist sie noch hier? Ja, nehme ich an. Zimmer 28. Ach du Scheiße, ich hoffe, die ist in der Zwischenzeit abgehauen. Und jetzt haben wir die Aufgabe, Zimmer 28 zu durchsuchen. Du wartest im Auto. Es wäre besser, wenn ich mitkomme. Hör mal, ich bin die ewigen Widerworte leid. Du bist eine Maschine, also halt deine Klappe und tu, was ich dir sage. Ich möchte nur meine Mission erfüllen. Tut mir leid, wenn sie das aufregt. Du willst nicht als Dose enden? Dann geh mir nicht mehr auf den Sack. Alter, was? Ich fand die ja am Anfang mal ganz nett. Und jetzt wird das so ein Arschloch, ey. Das gibt's ja gar nicht. Warte, wie langsam er da hochgeht, ne? Ich meine, er will einen Kriminalfall lösen und die könnten da oben sein und er kriecht hier rum. Mann, Mann, Mann. Der Typ geht uns ja auf den Sack. Tja, bisschen zu spät, oder? Sie ist weg. Na gut, dass sie so früh aufgestanden sind. Folgende Taste gedrückt, um Bedrohung zu einer Zielorte anzuzeigen. Wir dann 33% Bedrohung. Ja, wir scheinen doch ganz gut zu entkommen. Ne? Scheiße, Gefahrenstufe. Moment mal! Wo ist sie hingelaufen? Da, sie sind auf dem Weg zum Bahnhof. Nein. Aber eigentlich würde ich jetzt am liebsten mit ihm das gar nicht schaffen. Sie sind da drüben!
Nicht schießen! Wir brauchen sie lebendig! Verdammt! Warte! Wenn sie nicht. Sie schaffen es nie auf die andere Seite. Das Risiko nicht eingehen. Hey, du bringst dich doch um. Du verfolgst sie nicht, Connor. Das ist ein Befehl. Okay, wir geben mal auf. Scheiße, Mensch. Das haben wir geschafft. Ich muss sie aufgeben, damit ich die rette, weil ich spiele ja beide Personen sozusagen. Bist du okay? Irgendwie tat es mir ziemlich leid. Ja, die Kleine muss ganz schön was durchmachen. Schon eine heftige Story. Der Android als Polizist, der sozusagen seinen menschlichen Vorgesetzten irgendwie, ja, wie nennt man das, zugeteilten Officer. Jetzt fehlen mir ein bisschen die Worte. Jedenfalls versucht er irgendwie mit ihm befreundet zu sein, dass er ihm hilft und auch sagt, ich bin fähiger Polizist. Andererseits hast du natürlich den Charakter, der das Mädchen retten will. Ja, wie will man sich da entscheiden? Das ist schon eine heftige Sache. Zumal jetzt alle Charaktere irgendwie zusammenpassen. Das ist schon heftig. Mehreren Quellen zufolge hat CyberKnife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Polizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten CyberKnife um einen Kommentar. Der Typ sieht so aus, als könnte er Anführer sein von einer Bewegung, die sich befreien wollen. Was ich aber auch krass finde, dass alle Androiden, die dann ausbrechen, feststellen, dass sie halt ihren Chip entfernen können, dass sie nicht mehr geortet werden können oder als Android nicht mehr auffallen. Aktualisiert. Verrückt, oder? Das ist das nächste Graffiti, okay. Gucken, wo das ist. Ah, da hinten unten.
Finde ich aber auch krass, dass sie nicht Cyberline, sondern Cyberlife heißen in dem Spiel hier. Hinweis aktualisiert, super. Wem konnte ich da auch ansprechen, ne? Ach hier. Wissen Sie, wo Jericho ist? Die nächste Graffiti. Muss ja hier irgendwo um die Ecke sein, ne? Hier hinten ist das. Ah, nächster Hinweis. Jo, Hinweis aktualisiert. Dran vorbei, ne? Rein kommen wir da auch nicht. Oder ist der nächste? Da können wir irgendwas mit diesen Rautensymbolen anfassen. Anfangen. Diese Rautensymbole sind ja hier wie Keywords sozusagen bei, oder Hashtags. Vermute ich mal, dass das so wohl verdeckt. Da muss ich aber ganz schön flach machen. Ne, konnte sich durchdrücken, alles klar. Ich frage, ob ich hier weiterlaufe. Ach, da oben, ah, alles klar. Fehlt noch eins. Finde den Weg auf das Dach zu gelangen. Baum hochklettern. Ah, alles klar. Das ist immer praktisch. Super. Genau, das war das. War der dritte Hinweis, den ich nicht sehen konnte. Oh, jetzt hier oben. Stabil, okay. Also nochmal.
Alles klar. Super, Batman. So, Sparkle. Ach, da oben ist sie schon. So, Hashtag Nummer 1. Nenn das jetzt einfach mal Hashtag. Hashtag Nummer 2. So, was haben wir noch? Eins fehlt auch noch, ne? Blindfisch, was ist denn der dritte Hinweis? Hinweis aktualisiert. Stabil genug. Okay. Ah ja, das war ja das, okay. Also gucken, fokussieren wir uns erstmal auf den anderen. Gucken wir mal da. Mal zwei Wege. Ja, das sieht doch gut aus. Zurück. Prima. Sieht nach einem vernünftigen Plan aus. Nächste Graffiti, okay. Hinweis aktualisiert. Okay. Nächste ist. Ja, so wahrscheinlich hier durch. Die Bretter hier entfernen. Gespannt, wo wir da landen. Muss auf jeden Fall irgendwie eine Freiheitsbewegung geben. Von den Androiden. Eine Art Geheimgesellschaft.
super. Das sollte natürlich nicht passieren. Wenn wir Q drücken, können wir zwar gucken, aber nix. Wenn wir mal die Perspektive vielleicht wechseln. Das war das Shift L? Ja. Aber es ändert nichts. Was ich ein bisschen blöd finde, ist halt das Q, ne? Weil du hältst das Q gedrückt, du guckst, aber du hast davon nichts, dass du da guckst. Das finde ich ein bisschen bescheuert. Oder halt, wir können nochmal eins versuchen. Q gedrückt und mit der rechten Maustaste, aber da kann man auch nichts analysieren oder so. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Natürlich auch eine Möglichkeit, dahin zu kommen. Das Schiff muss aber schon uralt sein, wie lange das da steht. Ich hoffe, das ist hier oben etwas stabiler. Ja. Können wir uns so wie Tarzan an die Ketten schwingen, oder? Der lässt sich einfach so fallen. Ja, okay, da ist Wasser. Alles klar. Weiterzugehen, von da komme ich. Dann gehen wir mal hier um die Ecke. Alter, das ist auch ein marodes Schiff. Das macht doch kein Anzeichen davon, ob hier jemand lebt oder so. Ganz im Gegenteil. Zu.
Ah, so kriegt er den Hinweis und ich vermute mal, die verbünden sich mit der Zeit noch. Androiden-Astronauten erforschen, Ion NASA schickt. Was mich nur so wundert, Seite 2. Ihr vorheriges. Wie kommt so ein modernes E-Book hier auf das Schiff? Ist ja fasziniert. Naja. In die Richtung. Schiff hört sich aber auch so an, als wenn es bald einstürzt. Oder ist er weggelaufen? Und all. Wer entwickelt denn so eine Tastenkombination? Haut doch vorne und hinten nicht hin. Brech mir hier den Finger. Ach, hier geht's ja auch rein. Maschinenraum. Ja, die Grafik war eben so gut, dass ich gar nicht unterscheiden konnte, ob es sich hier um ein Intro handelte oder ob das Spiel schon wieder weitergeht. So gut. Selbst für einen Androiden war das hart. Oh. Willkommen in Jericho. Krass. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Runde. Wenn ihr weiterhin nichts verpassen wollt und den nächsten Teil sehen wollt, dann bleibt dran, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und dann geht's in der nächsten Runde weiter. Bis dahin.